Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man hätte ja erwarten können, dass wir vielleicht gar nicht mehr so intensiv über den Landesmindestlohn sprechen müssen, weil er ja bereits durchgesetzt ist auf Bundesebene. Das wäre ja schön gewesen. Die Wahl liegt ungefähr knapp 2 Monate zurück. Wäre alles hervorragend und prima gelaufen, wie das vielleicht bestimmte Teile durchaus angenommen haben, dann bräuchten wir uns gar nicht mehr so ausführlich über Landesmindestlohngesetze auseinandersetzen. Zweitens möchte ich aber doch sagen, wir haben ja hier mit der Umsetzung auf Landesebene durchaus inzwischen Erfahrungen gesammelt und wir sollten uns das auch näher ansehen. Wichtig ist ja in dem Zusammenhang, der Mindestlohn an sich schafft ja keine Lohngerechtigkeit. Das ist ja völlig klar. Es ist ja das mindestens notwendige Instrument, um quasi eine Notbremse nach unten einzurichten. Er ist ein Instrument, um auch Beschäftigte vor unfairen Löhnen zu schützen. Und er schützt selbstverständlich auch die Beschäftigten vor einem Lohndumping, die aktuell einen Job haben. Es geht ja nicht darum, dass praktisch Unternehmen konkurrieren sollen nach dem Motto, wer ist hier am billigsten, sondern es geht darum, dass sie über ihre Produktivität miteinander konkurrieren sollten. Ich möchte jetzt mal auf die Verfasstheit unserer eigenen Umsetzung eingehen. Die Senatsantwort liegt ja hier in ausführlicher Breite vor. Und hier können wir unsere ersten Erfahrungen bereits ablesen. Die Umsetzung eines Landesmindestlohngesetzes ist mühsam. Und sie hängt auch ab von einem gewissen politischen Klima, was die Grundlage dafür bildet. Es gibt heute noch 130 öffentliche Verträge im Land Bremen, in denen es überhaupt keine Mindestlohnverpflichtung gibt. 4 Jahre nach der Einführung des Mindestlohns im Tariftreue- und Vergabegesetz von 2009, 30 weitere Verträge haben eine Mindestlohnverpflichtung von 7,50 Euro statt 8,50 Euro. Ein Großteil dieser Verträge umfasst ja genau diese Bereiche, die eigentlich als kritisch zu bezeichnen sind. Reinigung, Transport, Entsorgung, Sicherheitsgewerbe. 60% dieser 160 Verträge, die ein jährliches Volumen von 18 Millionen haben, sind unbefristet. Das heißt, da können wir gar nicht sagen, nach einer gewissen Zeit, hier würde letztendlich nach dem Auslaufen dieser Verträge unsere Landesmindestlohnvorgabe greifen, weil sie gar kein befristetes Ende haben. Das heißt, sie können noch ewig ohne Mindestlohn laufen, theoretisch. Auch Erhöhungen des Mindestlohns gelten für diese Verträge nicht. Das heißt, sie werden nicht automatisch angeglichen, wenn die Mindestlohnkommission andere Mindestlöhne festgelegt hat. Die Erhöhungen auch erst für einen Neuabschluss. Und ich muss sagen, das ist ein Zustand, den wir in der Weise nicht akzeptieren können. Die Ziele eines Landesmindestlohngesetzes werden hier komplett konterkariert. Der Arbeitgeber kann ja auch nicht sagen, wenn es Tariferhöhungen gibt, das interessiert mich nicht. Ich habe hier letztendlich eine andere Grundlage. Auch hier muss ja angeglichen werden. Dasselbe sollte auch für ein Landesmindestlohngesetz gelten. Hier muss man auch, finde ich, Konsequenzen ziehen. Unbefristete öffentliche Aufträge darf es eigentlich gar nicht geben. Wenn sich die Lohngesetzgebung des Landes ändert, muss hier entsprechend angepasst werden. Gegebenenfalls sollten diese Verträge nachverhandelt werden. Dafür sind es ja auch Verträge. Aber dann darf nicht das so verstanden werden, dass man dem Auftragnehmer quasi bittend hinterherlaufen muss. Wir haben verschiedene Beispiele hier durchaus schon diskutiert und in Anfragen gehabt. Das ist beispielsweise die Bremer Weserstadion GmbH. Wir hatten es auch beim Catering in der Stadthalle bei den Six Days. Also es gibt ja durchaus Beispiele dafür, wie man das entsprechend diskutieren und anpassen müsste. Bei all dem gibt es noch keine Ergebnisse. Respektive beim Weserstadion ist das erst im Gespräch. Für Gesellschaften wie GmbHs und Aktiengesellschaften gilt der Mindestlohn überhaupt nicht, den wir hier auf Landesebene haben. Das ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht möglich, aber es ist eine unbefriedigende Situation. Es kann ja nicht sein, dass es hier in genau diesen Zusammenhängen quasi blinde Flecken gibt in unserer landespolitischen Gesetzgebung, die genau durch diese Gesetzprüfung ausgenommen ist, die dieser AG zugrunde liegen.
Wenn wir unsere AGs nicht steuern können, dann müssen wir uns überlegen, ob wir diese Verfasstheit ändern. Ich halte es nicht für in irgendeiner Weise perspektivisch zu vertreten und gedeihlich, dass es hier machen kann, was man will. Denn beispielsweise bei der BLG gibt es ja auch Sub-Sub-Sub-Unternehmen. Und die fallen zum Teil auch in Sicherheit, in Reinigungsbereiche etc. Und ich möchte auch noch mal auf einen Punkt unbedingt hinweisen, ist, der Mindestlohn ist auch deshalb so wichtig, weil es Entgeltgerechtigkeit zwischen Männern und Frauen herstellen muss. Denn gerade Frauen arbeiten genau für diese miserablen Löhne. Und ich möchte noch mal sagen, gerade bei der Vergabe im Reinigungsbereich ist das existenziell nicht vertretbar. Und darunter fallen natürlich auch Gesellschaften wie die BLG. Für nicht stichhaltig halte ich übrigens die Argumentation und die Antwort bei den berüchtigten Mischtätigkeiten. Der Magistrat Bremerhaven vergibt Aufträge an Postdienstleister, die keinen Mindestlohn zahlen. Hatten wir hier auch schon diskutiert. Die Beschäftigten machen ja nur zu 20% öffentliche Aufträge. Das wird dann durch entsprechende Zuschläge, wenn es da diese Fälle betrifft, ausgeglichen. Da versteigt man sich doch zu der Antwort, alles andere dürfte man nicht. Die Forderung, der Auftragnehmer müsse generell Mindestlohn zahlen, sei eine unzulässige Eignungsanforderung. Antwort. Da fragt man sich doch, wie ist das denn mit anderen Bestimmungen des Vergabegesetzes? Das verweist ja auf die internationalen Arbeitsvergabe- und Organisationsvorschriften, die darüber hinausgehen. Was ist denn da mit der Einhaltung dieser ILO-Normen oder der Frauenförderung? Was ist denn mit der Ausbildungsverpflichtung? Es ist ja eine ganze Menge, was da dran hängt. Da kann man ja auch nicht sagen, naja, dieses Unternehmen macht das zu 20% und zu 80% nicht. Das wird mit irgendeinem Zuschlag ausgeglichen. Das funktioniert ja nicht. Also wir haben ja durchaus Gründe, warum wir in diesem Tariftreue- und Vergabegesetz genau das mit reingenommen haben. Paragraph 18 können Sie sehr genau nachlesen, dass es genau das eben mit angegeben werden muss. Und wir können, ob du da jetzt Kinderarbeit, Zwangsarbeit, ob du Frauenförderung drin hast oder nicht, ob du entsprechend nach Kriterien der guten Arbeit funktionierst, auch das haben wir hier schon debattiert, das interessiert uns nicht. Ich muss zusammenfassend sagen, ich bin mit der Geschwindigkeit nicht zufrieden. Es ist richtig, dass hier ein Neuland betreten worden ist. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, wir wissen nicht, welche Art von Gesetzgebung des Mindestlohns wir auf Bundesebene zu rechnen haben. Das ist immer noch offen. Und interessant wird sein, wie es formuliert wird. Und womöglich sind wir mit genau denselben Problemen konfrontiert, die wir hier auf der Landesebene haben. Und ich muss sagen, das müssen wir weiter kritisch beachten, weil wenn wir keinen Mindestlohn bekommen, halte ich das für ein Desaster. Vielen Dank. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, mich wundert diese unterschiedliche Interpretation natürlich in keinster Weise. Genau das habe ich auch erwartet. Aber um das nochmal klarzustellen, ich habe nie gesagt, dass das Landesmindestlohngesetz überhaupt keinen Effekt hat und völlig umsonst sei. Das möchte ich an der Stelle sagen. Ich gebe zu bedenken, dass es selbstverständlich nicht per se Lohngerechtigkeit herstellt. Das habe ich auch vorhin in meinem Beitrag gesagt. Das wäre ja völlig blauäugig, das zu erwarten. Das ist selbstverständlich auch nicht Armut abschaffen, schon gar nicht mit 8,50 € nebenbei bemerkt. Das muss schon im Kontext nochmal mit ganz anderen Dingen gesehen werden. Diese unzulässige Vermischung, die Sie mir unterstellen, vom Tariftreue- und Vergabegesetz und dem Landesmindestlohngesetz, ist in keinster Weise auf meinem Mist gewachsen. In Paragraph 7 wird des Landesmindestlohngesetz darauf Bezug genommen, dass für die Umsetzung des Landesmindestlohngesetzes verwiesen wird auf das Tariftreue- und Vergabegesetz. Und die Bedingungen, die dort festgehalten sind, sind die Grundlage dafür. Und darauf möchte ich doch nochmal Bezug nehmen. Genau das ist das Moment, auf dem wir es quasi in die Realität bringen wollen. Wenn wir uns ansehen, dass 41%, und es ist eine sinkende Tarifquote, die wir haben, überhaupt nicht mehr unter Tarif fallen, dann ist das etwas, wo ich sage, natürlich stößt ein Landesmindestlohngesetz an enorme Grenzen. Das sehen wir doch an dieser Umsetzung. Und ich finde, genau das ist interessant, dass wir uns hier in Bremen das ein Stück weit ansehen können. Diese Grenzen sind erwartbar gewesen. Und es ist, finde ich, deutlich schwieriger, als immer getan wurde, wie sehr dieses Landesmindestlohngesetz greifen wird. Und
das sollte man sich schon ein Stück weit vor Augen halten. Es ist an dem Punkt, glaube ich, gar nicht so unterschiedliche Auffassung, dass aus dieser ganzen Problematik uns wirklich nur ein bundesweiter gesetzlicher Mindestlohn heraushelfen wird. Das ist vollkommen klar. Aber auch dort, und das, finde ich, zeigt die Umsetzung, brauchen wir Kontrolle. Auch dort wird es interessant sein, welche Bedingungen genannt werden. Auch dort wird interessant sein, gibt es Ausnahmeregelungen? Wie sehen diese Kontrollen aus? Wie sieht es aus zwischen Ost und West? Und ich finde, wir haben mit Recht darauf hinzuweisen, dass wenn beispielsweise im europäischen Umland es bereits Regierungen und Delegationen gibt, die zu uns nach Deutschland kommen und sagen, was habt denn ihr hier für Löhne in euren entsprechenden, Industriebetrieben beziehungsweise im fleischverarbeitenden Gewerbe, dann ist doch irgendwie Feuer auf dem Dach. Dass wir sagen, wir zahlen hier Löhne von 3, 4, 5 Euro, dann ist das in keinster Weise akzeptabel, von dem, sozialpolitischen Hintergrund ganz zu schweigen. Und in dem Kontext müssen wir uns weiter damit auseinandersetzen. Und bislang habe ich den Eindruck, dass diese Koalition mehr oder weniger um diesen Mindestlohn wie die Katze um den heißen Brei herumrennt. Ich bin gespannt, was in den nächsten 2 Wochen da noch passiert. Aber das ist ja etwas, was momentan mit spitzen Fingern angefasst wird. Und die Union wird sich mit Händen und Füßen wehren. Das haben wir auch von Herrn Karstenicker gerade hier wahrgenommen, dass das in der Weise nicht der Fall ist. Und da frage ich mich, nachdem das hier von unserem SPD-Fraktionsvorsitzenden so tituliert wurde, da sind 2 große deutsche Parteien gerade in einem Verhandlungsprozess. Das ist ja, finde ich, sehr interessant, was wir dann zu erwarten haben. Denn im Grunde genommen ist bislang, sind die Ergebnisse auf arbeitsmarktpolitischer Ebene, die durch die SPD in diese Koalitionsverhandlungen reingetragen worden sind, ausgesprochen mau. Und meine Erwartungshaltung wird da eigentlich jeden Tag kleiner. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann sehr wohl differenzieren zwischen dem, was dort geschrieben wurde. Ich habe das hier auch ausgeführt. Ich weiß, dass es vollkommen richtig ist, rein formal, dass diese BLG, die Aktiengesellschaft, gar nicht darunter fallen. Aktuell ist das gar nicht möglich. Und selbst wenn es in 100%igem Besitz von Bremen wäre, darüber kann ja gar kein Zweifel bestehen. Die Frage ist, ob man den Zustand gut findet. Das Zweite ist, dass selbstverständlich auch so in dem Zusammenhang mit dem, was Werder anbelangt und dem Weserstadion, selbstverständlich ist diese Gesellschaft auch nur zu 50% daran beteiligt. Und rein formal fällt es genauso, wie es hier formuliert ist, nicht darunter. Weiß ich alles, ist mir völlig klar. Was mich erschüttert an der ganzen Sache, ist Ihre eigene Anspruchslosigkeit an die Umsetzung dieses Gesetzes. Und da muss ich sagen, bezüglich der Altverträge, bezüglich der Anpassung an das, was die Mindestlohnkommission festsetzt, wäre es durchaus möglich, das aufzubohren. Und es wäre möglich, Verträge zu schaffen, wo ein Passus drin ist, dass, wenn ein anderer Mindestlohn vereinbart wird, das automatisch angepasst werden muss. Das ist nicht außerhalb der Umsetzung eines Landesmindestlohngesetzes. Und das ist das, was mich dann ärgert. Weil ich meine, wir können uns auf der einen Seite hinsetzen, und ich bin die Letzte, die behauptet hat, es würde nichts bringen. Ich finde richtig, dass das Bremen gemacht hat. Wir haben zugestimmt. Ich würde das in jeder Weise wieder unterstützen. Aber wir können da nicht sagen, naja, wenn das ein bisschen nicht so greift mit der Umsetzung und hier die Grenzen sind, dann ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja schon mal den ersten Schritt getan und damit sind wir zufrieden. Das wäre symbolisch. Das reicht mir nicht. Und ich erwarte eigentlich, wenn man den Anspruch an sich hat, hier ein Landesmindestlohngesetz mit einem möglichst großen Effekt zu haben, dass man sich dann auch anguckt, wie kriege ich das hin und nicht mir hier mich in irgendeiner Weise überzeugen muss nach dem Motto, wo ich undifferenziert handle. Wenn Sie da reingucken, dann sehen Sie sehr gut, wo Möglichkeiten sind, wo weitere Schritte gemacht werden können und wo es nicht geht. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen sollten und nicht von vornherein wegtauchen. Danke.